Und wenn du dich so umsiehst, ja, es ist eine richtig schöne, mal Gruft ist es nicht. Du würdest sagen, es könnte ein guter zwergischer Stollen sein, aber eine richtige Wohnhöhle ist es gut. Die Eisenstangen hier an der Tür. Ja, ach, ich knabber erstmal ein paar Preiselblumenkerne. Ja. Kannst dann Lecker, erkennen, lecker, wie lecker. sich zu dem Sonnenlegionär noch eine andere Person gesellt, die weniger strahlend ist, wohl aber mehr Autorität versprüht und der sich dann mit einem sehr gekniffenen Gesicht dann vor dich hinsetzt und die Beine überschränkt, die Arme vor sich verschränkt. So, ein richtiger Zwerg, ja. Ja. Euch haben wir Richtiger lange nicht Zwerg. gesehen. Da habt ihr Glück, dass ich da bin, nicht wahr? Es ist doch eine so schöne Sache, einen Zwerg zu treffen. An eurer Tracht erkenne ich, dass ihr zaubermächtig seid, ja? Ja, in der Tat. Das habt ihr sehr gut erkannt. Aha. Gut. Hat euch Marder jetzt also auch schon verflucht? Wie Marder? Was hat es mit Marder auf sich? Ich beziehe meine Kräfte doch nicht aus Sternen. Ich bitte euch. Und ihr predigt von den Zwölfen, ja? Natürlich, Oben auf dem natürlich. Marktplatz, habe ich gehört. Von Sumu. Von Ich bin Sumu. ein Diener Sumus, natürlich. Hier ist doch nicht einmal im Zwölferkanon. Nun, sie ist die Mutter aller Götter. Ja, guter Witz. Nein, es ist wirklich so. Alles geht auf Sumu zurück. Praios und Boron und Ingrim, also Angrosch für uns. Und Peraine und ja. Nun, eben alle. Ja, und ihr habt auch von den Rondra gesprochen, oder nicht? Nein, hatte ich jetzt nicht. Aber ich bin sehr gut befreundet mit Eila von Schattengrund. Wusstet ihr das? Mit dem Schwert der Schwerter, ja? Ja, wir pflegen eine hervorragende Brieffreundschaft. Ja, Aha, darf ich das, diese Briefe mal sehen? ja, wir müssten nur aufs Schiff gehen. Aha, die sind dort auf dem Schiff, ja? Ja, Und selbstverständlich. Ich trage sie doch nicht mit mir herum. Wer bin ich denn? habt ihr Freunde in der Sinnekirche oder in der Zarkirche? In der Zarkirche nicht. In der Hesindekirche, naja, ich weiß nicht, kennt ihr die zweite Hofmaga? Eine Magierin. Ja, also, ihr Ehemann, er ist in der Hesindekirche ganz wichtig und er hat uns mal eine Zeit lang begleitet, als wir Warunk zurückerobert haben. Aha, und ihr kennt jetzt die Hofmaga und den Sindegeweihten, ja? Natürlich, natürlich. Ich kenne auch die Kaiserin, so ist es nicht. Und Ach von denen ja. auch Briefe. Hin und wieder. Also nicht persönlich von der Kaiserin. Ich glaube, Yalan hat mal an Silindian geschrieben, aber das war eine andere Sache. Wer ist Da ging das? es. Wer? Silindian? Ja? Kennt ihr nicht? Naja, kennt man den? Natürlich. Es ist der Schwester von der Ka ist der Bruder von der Kaiserin. Aha. Ja, lebt ihr hinter dem Madamal. Na, seine Miene vereist, auch wenn du nicht wüsstest, dass das noch geht. Und er gibt den beiden Sonnenlegionären ein Zeichen. Und du kannst dann sehen, wie sie dann in einer kleinen Kammer verschwinden und dann wieder herauskommen mit einem großen eisernen Kragen. Ah, das wird nicht funktionieren. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Natürlich, aber ich kann hier doch sowieso nicht zaubern. Also, Korrekt. habt ihr so große Angst vor mir? Ordnung muss sein, Zwerg. Ordnung muss sein. Nun, richtig. Sumu möchte es so. Dann seid ihr also d'accord damit, dass wir euch hier anlegen, ja? Nein, eigentlich nicht. Aber ich denke, ich Gut. habe hier an dieser Stelle keine Wahl, nicht wahr? Korrekt. Das dachte ich mir schon. Sagt, eine winzige Frage. Ja. Wie viele Mann habt ihr hier? Ich kann es euch verraten, da es für euch sowieso keine Rolle mehr spielt. Macht das. Zurzeit ein Banner. Ein Banner. Nun, ich habe einen Stamm Trollzacker. Ich weiß nicht, ob der Sekretarius euch davon berichtet hat. Ihr wisst, was Trollzacker sind? Nein, keine Ahnung. Mit dem Sekretariat haben wir bisher noch nicht gesprochen. Ja, das sind sehr große, sehr übel gelaunte Barbaren, könnte man fast sagen. Ihr seht diese Tätowierung von mir? Ja. Das weist mich als ihr Stammesmitglied aus. Aha, sehr gut. Ja, und das bedeutet, die wären nicht erfreut, wenn ihr mir diesen Kragen anlegt. Außerdem bin ich, wie ihr sicherlich bereits bemerkt habt, ein Zwerg, nicht wahr?
Korrekt. Und ihr habt gesagt, alles muss eine Ordnung haben. Ja. Ihr kennt sicherlich die Lex Zwergier. Was wärt ihr sonst für ein Diener des Praios? Also. Sagt mir nichts. Nun, es ist ein Gesetzeswerk, aber offensichtlich kennt ihr euch da nicht so gut damit aus. Das Relevante und Wesentlichste der Lex Zwergier, nur ein Zwerg darf einen Zwerg zu etwas zwingen und oder verurteilen. Ihr habt also rein rechtlich gesehen keine Handhabe, irgendetwas zu tun. Was immer ihr also gerade tun wollen würdet, wäre offenkundig gegen das Gesetz. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das wirklich machen wollt, denn es würde ja der Ordnung widersprechen. Kein Problem. Wir können euch vorläufig festhalten. Nun, das ist richtig. Aber wir werden in den nächsten paar Tagen viel Zeit haben, uns zu unterhalten. Und solange ihr offenzüngig seid und uns berichtet von Trollzackern, von Briefen, von Hesindekirchen und Rondra, vom Schwert der Schwerter, müssen wir euch gerne nicht foltern. Na, das wäre keine gute Idee, mich zu foltern. Seht ihr, wir wollen es ja auch gar nicht. Na, aber ihr habt es mir gerade angedroht. Also habt ihr eine gewisse Ambition, dies zu tun. Und das ist keine gute Idee gewesen, dies eben gerade offen ausgesprochen zu haben. Ich möchte euch nicht drohen an dieser Stelle. Ich will nur sagen, überdenkt eure Worte genau. Also jetzt legen wir euch erstmal diesen kleinen Eisenkragen an und danach habt ihr erstmal Zeit nachzudenken. Wir werden euch hier noch etwas Tee bringen und etwas Brot und gerne noch etwas von euren weiteren Kernen. Und ja, dann schauen wir gerne uns mal an, was morgen so passiert. Morgen ist auch noch ein Tag. Und dann bis dahin haben wir auch die Lex Zwergier gelesen. Das ist sehr vernünftig. Das solltet ihr auch tun. Gut. Ja, und ich lass mir den Kragen dann anziehen. Gut. Sie legen dir den Kragen an. Und danach lassen sie dich erst einmal alleine. Alles klar. Dir wird nach einer halben Stunde auch noch weiterer Tee gebracht. Und ein weiterer Sonnenlegionär steht dann vor dir. Auf, ja, Wünsche ist es nicht, aber wenn du irgendwelche Fragen hast oder so etwas, dann wird das dir selbstverständlich geben. Ja, dann würde ich ihn doch bitten, mir ein bisschen Literatur aus der Tempelbibliothek zu holen, zu dem Erbe. Weil, ich meine, ich möchte ein bisschen lesen, während ich hier bin. Ja, wollen wir mal eine Rechtskundeprobe. Alles klar. Das ist Wissenstalent, nicht wahr? Müsste ja. Da. Also mit einer maximalen Erschwernis von 7 hätte ich das geschafft. Allerdings nicht besonders hoch. Ja, okay. Soll mir reichen. Ich gebe dir gleich, ich muss gerade mal gucken, was ich dir freigebe. Aber ich gebe dir zumindest mal die erste von den Informationen. Was möchtest du genau haben? Das, wonach wir ja in der Tempelbibliothek auch gesucht hätten. Ja, gut. Dann bekommst du den ersten Hinweis. Wird dir, wie gesagt, als Lektüre gereicht. Und zwar füllst du es aus als für deine Verteidigung. Ne? Für deine Verteidigung darfst du dein Recherchematerial zusammenstellen. Darfst dich natürlich selbst auch verteidigen. Zur Not wird dir auch ein Anwalt gestellt. Das ist kein Problem. Aber um dich dann eben darauf vorzubereiten, dass du götterlästerliche Thesen verbreitest auf dem Marktplatz. Genau, du weißt ja selber nicht genau, wo die Anklage ist. Es gibt auch noch keine Anklage. Du bist auch nur vorläufig festgenommen, also da ist noch viel Luft nach oben, aber du bekommst die erste Lektüre. Derweil bei den anderen. Dann könnt ihr zumindest erstmal wieder aus der Bibliothek heraustreten. Nun, dann lasst uns Beutags einsammeln und diesen Gräbern einen Besuch abstatten. Ist eine gute Idee. Sekretarius, zeigt uns den Weg zum Mausoleum. Zum Mausoleum? Das ist gesperrt für euch. Nun, wir dürfen ihn das Mausoleum doch von außen betrachten, nicht wahr? Oder spricht etwas dagegen? Nun, die Gruft ist in der Priester-Kaiser-Kirche. Ihr könnt euch diese gerne betrachten, aber in die Gruft werdet ihr nicht vorgelassen. Sie ist für Pilger gesperrt? Selbstverständlich. Weswegen? Weil dort Gebeine der Heiligen liegen. Wir können nicht jeden dort herunterlassen, der fragt. Nun, üblicherweise ist das Ziel einer Pilgerreise, die Heiligen vor den heiligen Gebeinen zu beten. Ihr bekommt eine Statue, die ihr dort findet. Betet doch vor. Nun gut, wir wollten ohnehin erst Boltags abholen. Es muss ihm doch inzwischen langweilig gewesen sein, den Kindern Geschichten zu erzählen.
Nun, ich glaube, ihm wird nie langweilig von der Armbrust zu erzählen. Da habt ihr vermutlich recht. Dann einmal, lasst uns einmal sehen, ob seine Zuhörer schon eingeschlafen sind. 10 Minuten später steht ihr wieder an der Stelle, wo ihr Boltax zurückgelassen habt. Von ihm keine Spur, auch von den Kindern nicht, von den Sonnenlegionären nicht, die Stelle ist verlassen. Gibt es dort irgendwelche Dorfbewohner oder Hütten oder sowas? Ja, also nicht ganz dran, aber wenn ihr dann kurz eine Minute weitergeht, den Strand runter, könnt ihr dort noch wieder Fischer finden, die gerade Netze flicken. Nun, gute Leute, wo ist unser Gefährte, dieser kleinwüchsige Zwerg? Wissen wir nicht. Warum wisst ihr das nicht? Ihr habt ihn doch sprechen lassen. Ja, wir wollen darüber nicht reden. Tut mir leid. Was gibt es dort nicht zu bereden? Sagt uns, wo er ist. Ihr seid Fremde, tut mir leid. Sekretarius, würdet ihr diese Herr anweisen, uns erstatten, einen Bericht zu erstatten, wo unser Gefährte ist? Ich bin Beobachter. Ihr seid nicht der Beobachter, ihr seid der Ausführende des Wahres der Ordnung, nicht wahr? Ich dokumentiere und protokolliere eure Schritte und euer Verhalten auf dieser Insel. Wir werden diese Insel nicht verlassen ohne unseren Gefährten, ist euch das klar? Ihr habt doch vorher einen Sonnenlegionär abgestellt, um ein Auge auf ihn zu haben, damit ihm nichts zustößt. Korrekt, ihr habt den Wortlaut mitbekommen. Dann holt ihn her. Ich weiß nicht, wo er ist. Dann sucht ihn. Ich werde an eurer Seite bleiben. Dann begleiten wir euch bei eurer Suche. So groß ist dieses Dorf nicht. Habt ihr denn einen Verdacht, wo er sein könnte? Du kannst ein gekräuseltes Lächeln auf seinem Gesicht erblicken, aber er antwortet nicht. Nun, dann gehen wir zurück zum Tempel. Also ich muss nicht Menschenkenntnisse oder so würfeln, weil es ist so völlig offensichtlich, er macht sich nicht mal die Mühe, es zu verbergen, oder? Du weißt auch, dass der Fischer es weiß, aber er will nicht antworten. Also der Fischer wusste es, aber er will einfach nicht antworten. Und höchstwahrscheinlich weiß es auch der Sekretarius. Gibt da halt nicht so viele Möglichkeiten. Gut, es ist ja gerade eh nicht besonders viel los, oder? Es das ist heißt, nie wenn, viel los. Okay, also wenn Abel mir in Richtung Tempel geht. Also auf der Insel insgesamt wohnen 800 Leute. Die sind aber sehr großzügig verteilt, entweder als Fischer am Strand oder kurz vor auf dem Wasser. Oder aber viele sind im Wald und Holzfällen oder aber sind in den Steinbrüchen und klopfen dort irgendwas. Also du kannst um das Dorf herum auch viel Bewegung erahnen, aber im Dorf selber, da ist einfach nichts. Okay. Flamin gefällt das Lächeln nicht und sagt zu dem Sekretarius, im Namen Prios. Wenn ihr wisst, wo unser Gefährte ist, dann sagt es uns. Und ich spreche einen heiligen Befehl. Dann würfel. Er darf eine Selbstbeherrschungsprobe machen, ne? Ja, schauen wir erstmal. Ja, erschwert im LKP Stern halbe. Die Plus Insel ist sorry. Zweifach geweiht. Mhm. Es ist leider trotzdem nur eine verwandte Gottheit. Du könntest dich noch schnell zu Albo in den Lictus bekennen. Nein. Ja, dann tauf dich ruckzuck um. Ja, dann ist nicht da. Ruf halt einmal laut, er macht das aus der Ferne. Das glaube ich sofort, so engagiert er, wie er ist. Also, das ist eine Grad 2 Liturgie. Dauert 10 Aktionen, kein Problem. Wie du sagtest, nein, es sind LKP Sternhalbe plus 5, um die es erschwert ist. Ja, also ich hatte mich nachkorrigiert. Okay. Dann gehen wir kurz durch. Es ist eine gefühlte Notlage, aber keine echte, oder? Also ich finde schon, dass es eine Notlage ist. Okay, dann nehme ich die Dreier Erleichterung. Also verwandte Gottheit. Boltax wird es dir danken, ja. Die Frage ist halt eher, entspricht dieser Befehl den Prinzipien der Gottheit?
Raja ist... Du willst ja Wahrheit haben. Nee, es geht um ihre Gottheit. Der Punkt ist, ich habe eine gefühlsmäßige Bindung an Boltax. Deswegen reagiere ich so. Das heißt, ich denke, Raja ist da bei mir. Also es widerspricht jedenfalls nicht ihrem Wesen, herauszufinden, was mit einem Freund passiert ist. Ja, ja, also kannst schon mal würfeln. Ansonsten, wenn du noch irgendwelche anderen Modifikationen hast, können wir gleich nochmal rechnen. Ich überlege, ob ich aufstufen möchte, aber eigentlich nicht. Also 4er Erleichterung, 2er Erschwernis, das gibt eine 2er Erleichterung. Also sprechen wir normal. Davon ist die Hälfte 9 plus 5, das heißt, seine Selbstbeherrschung ist um 14 erschwert. Und er schafft es. Mit der Spezialisierung, die ich nicht eingetragen habe, aber er schafft es. Es sei denn, ihr sagt einen Schicksalspunkt an für die Meisterperson. Ja. Dann würfel ich nochmal. Oh, nee, er ist eins drunter. Das ist eins drunter. 1, 2, 13. Das ist ekelhaft. Aber es hat sich gelohnt, um tatsächlich einen Punkt. Obwohl ich die Probe und das Würfelergebnis eigentlich besser finde, aber na gut. Die Frage war von dir, sagt uns, wo Boltax ist, oder was war deine Frage? Ja. Er ist höchstwahrscheinlich im Kerker. Tun wieder die Götter. Er hat den Kindern von den Zwölfen erzählt. Was soll daran gegen die göttliche Ordnung sein? Er schweigt. Der göttliche Befehl ist zu Ende. Ich werfe Abel mir einen Blick zu. Ich bin schon vorausgerannt zum Tempel. Also ich werde protokollieren, dass ihr Karma gegen mich benutzt. Hört ihr? Karma. Damit eilt er Abel mir hinterher, lässt sich stehen und schreibt währenddessen. Ich rufe Abel mir. Wir müssen Boltax finden. Abel mir. Was ist? Kommt zu mir. Ihr bleibt hier, zeig auf den Sekretär. Kein Problem, ihr werdet von mir hören. Das geht direkt zum Wahrer der Ordnung. Was gibt es? Der Sekretarius hat soeben zugegeben, dass Boltax in den Kerker verbracht wurde. Was? Er hat das indirekt, nun ja, er hat es nicht angeordnet, aber ich denke, das wird der Grund gewesen sein, weshalb er den Sonnenlegionär abgestellt hat. Verstoß gegen die göttliche Ordnung. Nun, das werden wir aufklären. Er redet zwar manchmal viel, viel Unsinn, aber... Er ist kein Götterlästerer. Wir sollten ihn suchen. Allein oder erst die anderen holen? Nun, die wissen ja, wo wir sind. Wenn wir nicht zurückkehren, wissen sie, dass wir hier sind. Wer weiß, was sie mit Boltax anstellen in der Zwischenzeit. Umfasst mein heiliger Befehl auch eine Erklärung, wo dieser Kerker ist? Weil im Kerker ist schon sehr allgemein. Oh, ich glaube, du bekommst nur eine Antwort, oder? Sie hat gesagt, sag mir, wo Boltax ist. Er hat ihr gesagt, wo Boltax ist. Ja, damit ist das Ding durch. Er hat wahrheitsgemäß geantwortet. Also du hättest vielleicht in dem Moment noch nachhaken können, aber jetzt ist es zu spät. Ja, ist klar. Gut, ich denke mal, der Kerker wird wahrscheinlich irgendwo... zu sehen sein, hoffe ich. Ich wüsste gern, warum der Praios-Tempel einen eigenen Kerker hat. Der Klosterkomplex hat einen Kerker, ja. Ja? Das wird die Zukunft klären, ja, keine Ahnung. Gut, Boltax derweil ist mit Lesen beschäftigt, kann natürlich noch rechtliche Dinge studieren und trifft aber dann eben auf dieses eine fragmentarische Dokument. Inwiefern dir das hilft, du weißt es nicht genau, aber ja. Ich hätte eine Frage, ja. Weil ich ja von offensichtlich Sonnenlegionären festgenommen worden bin. Mir wurde aber meine Habe nicht abgenommen, oder?
Also ich habe noch du alles. Du wurdest auch noch nicht durchsucht, also du müsstest im Prinzip auch alle deine Artefakte und Dolche noch dabei haben. Gut, also ne, ich habe hier sowieso gerade nur zwei Dolche dabei. Also ja, den Obsidian-Dolch? Genau, den werde ich dabei haben. Den Titan-Dolch? Nee, den Bernstein-Dolch. Bernstein-Dolch, alles klar. Du hast mehr Dolche als ich Schuhe. Ja. Ja, insgesamt. Gut. Aber, ja, also die Frage war nur, ob mir da irgendwas abgenommen worden ist. Nein, bisher noch nicht. Du sahst einfach nicht gefährlich aus. Du bist nicht in Rüstung, nicht in Metall gekleidet und wirst also einfach unterschätzt. Wie alles klar. Normale Magier, also hättest du jetzt einen Stab, den hätte man dir abgenommen, aber du verfügst dir über keinen Stab, oder? Doch, ich habe einen Stab. Ach so. Aber den habe ich nicht dabei. Ich wollte gerade sagen, nee, also ich sehe jetzt Boltax auch nicht random im Stock, mit dem Stab rumlaufen. Also deine Dolche hast du dabei, ja, aber die sind erstmal egal, es sind ja nur Dolche. Ja, alles klar. Gut, und ich bin in der Zelle alleine oder steht der Sonnenlegionär davor? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast eine große Pritsche und du hast dann noch so einen Waschtrog noch. Die Zelle hat ein Eisengitter davor. Ja. Und er steht in Rufreichweite daneben. Also du kannst jetzt auch irgendwie Dinge noch alleine machen, wenn du willst, aber wenn du irgendwas von ihm möchtest speziell, dann kannst du ihn heranrufen und dann tritt er dann eben an das Eisengitter heran. Werter Herr, würdet ihr einmal kommen? Ja. Ich hätte ein, zwei Fragen. Vielleicht könntet ihr mir da etwas Auskunft geben. Das wäre sehr freundlich. Zunächst möchtet ihr ein paar Papyrusblumenkerne. Danke, nein. Zunächst würde ich dann gerne mal wissen, wie er eigentlich heißt, denn es ist immer sehr viel vertrauter, wenn man persönlich miteinander spricht, nicht wahr? Nun, von Preiosdank. Preiosdank, aus Preiosdank, das passt doch sehr gut, nicht wahr? Nun, meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Das kann ich mir vorstellen, ihr leistet ja auch einen wichtigen Beitrag, nicht wahr? Was möchtet ihr jetzt von mir? Nun, also, es wäre sicherlich sehr opportun, wenn ihr mir die Möglichkeit geben würdet, zumindest meine Begleiter in Kenntnis davon zu setzen, wo ich eigentlich genau bin. Ihr dürft selbstverständlich einen Brief schreiben. Wir werden ihn allerdings vorher lesen müssen. Natürlich, natürlich. Das ist vollkommen in Ordnung. Als wäre so etwas wie das Geheimnis des Briefes hier besonders viel wert, nicht wahr? Aber ich werde euch Schreiber bringen lassen und ein Dokument. Ah, wunderbar, perfekt. Es reicht, wenn ihr, ich weiß nicht, mir ein Pergament bringt und ein bisschen Tinte. Sehr wohl, wartet einen Moment. Ja, dann hast du nach ungefähr 5 Minuten Stift und Papier. Ja, dann schreibe ich einen kurzen Brief. Lieber Abelmir, werter Kapitän, ich bin zurzeit leider unpässlich, da mich ein Mann, den ich nicht näher kenne, ins Kloster verbracht hat und dort in einen Eisenkragen gesteckt hat. Ich werde wohl heute nicht aufs Schiff zurückkehren, rechne morgen mit meiner Wiederkunft. Beste Grüße, Boltax. Und ich würde das natürlich in Angram schreiben. Weil ich weiß, dass Abel mir das lesen kann. Ja. Der Brief wird vor deinen Augen einmal begutachtet, wieder zusammengefaltet. Nun, versteckte Botschaften, ja? Das sind keine versteckten Botschaften. Aber er soll an Bord eures Schiffes gebracht werden? Ganz genau, an den Kapitän. Also gut. Dann werden wir mal nach den Schriften suchen und was da drin steht. Oh ja, es ist Angram, das kann ich euch jetzt schon verraten. Aber das Interessante daran ist, es ist Ingrams heilige Schrift, also lasst euch nicht zu sehr verwirren. Ja, du siehst, dass sein Gesicht so ein bisschen ausrutscht. Er kann seine Mimik wohl gerade nicht ganz kontrollieren, aber nickt dann. Guter Trick, Zwerg. Ihr werdet mich nicht verführen. Nein, ich doch nicht. Was heißt hier auch verführen? Habt ihr denn schon mal von Ingrim und Angrosch gehört? Darüber möchte ich jetzt mit euch nicht reden. Also ein Ja. Ich werde den Brief in unsere Bibliothek bringen. Natürlich, natürlich, mach das. Ja, damit geht er ab und kommt nach 5 Minuten wieder vor deine Tür. Alles klar. Während er abgeht, würde ich mal gerne begutachten, wie die Gitterstäbe hier eingelassen sind. Also ich würde gerne, ich weiß nicht, das ist in den Stein. Vermutlich Handwerkskunst, Steinmetz, was? Grobschmied.
Hubschmied, alles klar. Ja, es geht ja um die Zelle. Ja, alles klar. Schauen wir mal, da bin ich natürlich nicht so gut. Ja, sind halt verschwinden im Stein, du weißt es nicht genau. Okay, alles klar. Aber es sieht solide aus. Das ist solide, ja. Okay, gut. Ne? Hätte ja auch sein können, dass es da so hingeferkelt worden ist. Nee, es ist solide. Also zumindest so das, was du da einschätzen kannst. Okay, ja, alles klar. Ja. Klopfe ich das nochmal ein bisschen ab. Und mir dann natürlich auch mal die Verstrebung so an, aber ich mache jetzt nicht viel. Also ich bin kein Schlösserknacker oder so. Das ist nicht meins. Genau, weiß ich. Auch wenn du dir den Stein drumherum guckst, das ist kein Naturstein, sondern dann eben gefertigter Stein, geschnitzter. Du weißt nicht genau, ob deine Dolche jetzt funktionieren, aber das ist bei der Steinart jetzt sowieso gerade sehr schwierig. Ja, das ist nicht meine Sorge, ja. Tatsächlich. Derweil wird die Leiter wieder nach unten geworfen und Zulamin und Abelmir können wieder an Bord ihres Schiffes treten. Wollt ihr zum Tempel zurück? Ich würde Kanizitiana zum Schiff schicken, denn der ist ja noch bei uns, und mit Abelmir zum Tempel gehen. Okay, zu dem Tempel, wo der Wahrer der Ordnung ist. Zumindest in die Nähe. Gibt es dort Sonnenlegionäre? Ja, im Prinzip schon. Ihr dort, wo ist der Kerker? Das dürfen wir euch nicht sagen. Dann holt mir jemand, der mir das sagen kann. Dann geht zum Wahrer der Ordnung, er wird euch Auskunft geben. Das scheint mir doch ein bisschen übertrieben. Der Wahrer der Ordnung hat sicher Besseres zu tun. Wir können nicht jedem der Hergelaufenen erzählen, wo unsere Infrastruktur ist. Ich bin eine Geweihte. Ich bin alles andere als eine dahergelaufene Person. Und mein Gefährte ist immerhin Kapitän. Ja, Kapitän kann sich jeder nennen, der über ein Boot verfügt. Und ihr gehört der falschen Gottheit an. Der Falschen, ja? Der Falschen. Nun, dann möchte ich zu Protokoll geben, dass mein Gefährte entführt wurde. Oh, das interessiert mich nicht. Es sollte euch interessieren. Er wurde als Gast auf diese Insel in diese Stadt eingeladen. Gilt das Recht der Travier nicht auch hier? Dann, wenn er festgenommen wurde, dann wird er höchstwahrscheinlich die Gastfreundschaft gebrochen haben, von seiner Seite aus. Nun, das steht noch aus, zu hinterfragen. Ja, aber ich frage nicht. Ich werde euch trotzdem nicht erzählen, wo der Kerker ist. Dann holt einen heran, der mir das beantworten kann. Was dann die Anklage ist. Preyover. Hol mir Preyover hin. Ja, mache ich. Wartet hier. Natürlich. Knusch mir in 10.